Ja, damit würde ich sagen, willkommen zum nächsten Projekt hier im Kanal. Suicide Squad. Wir nehmen das aber mal an. Kann ich auch so runter scrollen? Ich bin gespannt, was uns erwartet. Ah, mal gucken. Ich weiß noch nicht, ob ich bei Zwischensequenzen meine Cam ausblenden werde oder nicht. Anmeldung bei. Stimmt ja, das ist ja ein Online-Spiel, ne? Da fängt schon mal sehr gut an. Hallo Effe, erste Folge heute. Ja, ich fange gerade erst an. Spaziergang, pass lieber auf. Ach, ich lasse einfach so. Gameplay, was haben wir denn hier? Auto laufen. Ah, okay. Ach, weißt du was, wir gehen einfach rein. Aber was ich ausmachen werde, ist Filmkörnerung, das auf jeden Fall. Fähigkeiten HDR passt. Ah, ich glaube, Bild, ich weiß nicht. Speichern. Ja, Musik. Audio. Hier wollte ich rein. Ist alles da. Ach, Streaming-Modus kann man anmachen. Okay, das ist krass. Untertitel aus. Ah, wie ich das sehe, kann man. Oh, ich weiß nicht. Ich lasse die einfach mal an für heute. Und dann mal gucken. Okay, Spiel starten. Ich hoffe, das hat gestartet, gespeichert. Wenn jetzt Ach, war. Metropolis. Es sind die kleinen Dinge, die eine Stadt wirklich verändern. Das Wetter, die Gentrifizierung, die Alien-Invasion. Task Force X, hört mit dem Sightseeing auf und seht lieber zu, dass ihr alles tötet, was ihr seht. Ich sag's nur ungern, aber Waller hat recht. Wir haben zu tun. Wie habt ihr drei euch diesmal verirrt? Hey, das war aber nicht meine Schuld. Dieses Mal treffen wir uns am Daily Planet. Er liegt ausgesprochen zentral. Ganz unser Reiseleiter, Shaggy, liebes. Okay, ich weiß gar nicht, passt von der Lautstärke so. Na los, Konzentration. Siebtes Spiel, letztes Viertel. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Stehen wir also unter hohem Druck und großem Stress? Ja, da komme ich auch nicht mit, Floydy. Sag mal, bist du nicht auch ein Army-Haus? Sogar ich hab das verstanden. Lasst euch nur nicht bei irgendwas Primitivem umbringen. Okay. Du kennst ja Boomer. Der ist immer primitiv. Hey! Warte! Du bist primitiv! Genau das meine ich. Etwas gewöhnungsbedürftig jetzt die Steuerung. Ich automatisch dran noch gar nicht angemacht habe. Ach nee, ich habe die Lizenzmusik angelassen. Und dann ja, mal gucken, muss was daraus geschnitten wird oder nicht. Ich mach wieder mein Kater dort. Ich nutze einfach meinen Jetpacker, dann machen wir das doch. Was ist das denn? Ach, nachladen. Zu weit. Aber ich bin immer auf jedes Ziel vorbereitet. Einfach eine andere Knarre. Ich weiß. Warte kurz, ich weiß ja gar nicht. Ich will kurz was gucken. Video. Auf was ist das eigentlich für eine Auflösung? Weil bis jetzt das ist komplett clean. Ja, ich hab also bis jetzt. Was ist denn jetzt los? Hä? Ich muss Waffe wechseln, okay.
Oh. Okay. Ja, sehr schön. Perfekt, wie immer. Perfekt, wie immer. Ich schaff das. Nur keine Panik. In die Luft, Nachbrenner, atmen, Kickstart. Das ist total einfach. Wenn du sagst, mal gucken, ob ich das hinkriege, ja. Einfach. Naja, einfach. Ja, ich glaube hier hoch. Ja, ich bin noch da, alles gut. Das machst du jedes Mal, ne? Wenn ich am Zocken bin. Ja, ja. Bis jetzt gefällt mir das. Ziel ausgeschaltet. Es muss nicht immer um Genauigkeit gehen, nur Effizienz. Okay. Ja, ich bin noch da. Alles gut. Ah, man sieht, ich muss noch. Ein bisschen üben mit der Steuerung. Alles gut, ich bin noch da. Hm? Ach so, ja, ich muss kurz. Zwei Ausgänge. Das scheint äußerst bedenklich. Menschen bauen sehr interessant. Forschst du etwa schon wieder? Ja, da bin ich wieder. Die Erfahrung wäre nicht dieselbe, Floyd Lawton. Ich würde dich nie bitten, nur Illustrationen von Atlantis anzusehen. Es muss erlebt werden. Mir wären Bilder eigentlich lieber. Oho! Neue Deadshot-Phobie! Nee, das ist keine Phobie. Ach, come on, ey. Das... Mir ein bisschen bekannt vor, also nicht bekannt, also aus einem anderen Spiel. Was hier? Halte 1 gedrückt. Ach so. Gewichtsprung, okay. Okay, vollkommen. Da muss man erstmal dran, sich dran gewöhnen. Bei so vielen Charakteren. Ah, komm mal hier. Cap Service. Wer hat Sharky zu Witzen ermutigt? Ein Flug durch die Luft hat seine Vorteile. Weniger Landbewohner abfallen. Viel weniger. Okay. Dann wollen wir mal rüberspringen. Gucken, ob ich das hinkriege. Ja, Versuch Nummer 1 schon mal gescheitert. Das ist schon mal sehr gut. Ja. Weit geringerer Widerstand geschafft. Als Wasser auch noch. Jetzt hier, glaube ich. Sehr cool. Ich hatte noch Hunger auf neue Gegner. Ich habe auch Hunger auf neue Gegner. Oh.
eintauchen und unter ihnen die Strömung verändern. Okay, Nahkampfattacke. Hä? Ich hab Granate geworfen. Hä? Bleibende Feinde. Ach, da ist noch einer. Interessiert mich. Quinn ist da die beste. Ja, Frage. Mir auch. Sie ist nicht mit tot. Darf ich da auffliegen? Ich glaube, ist rüber, ne? So, zack. Ja, ich hab doch gedrückt. Ach, come on. Kann ich nicht dreimal? Kann ich auch nicht hier dreimal drücken? Was soll das denn? Ja, hab ich doch gerade gemacht. Da komm ich doch gar nicht hin. Ach jetzt. Schaut schon geil aus, die Grafik. Grüß dich, Dad Chat. Wo sind Harley und Boomerang? Nicht bei dir. Das ist das Problem. Boomer, bitte komm. Ja, sehr gut. Okay. Ja, naja. Weißt du. Lass dir Zeit, Schätzchen. Lass den geistigen Boomerang zurückkommen. Was war das denn? Hallo? Sind nicht bis dorthin geflogen, der Boomerang? Ach so. Ja, das muss man lesen können, ne? Noch gerettet. Nein. Das war knapp. Okay. Jetzt macht mein Kater wieder dort. Kann mich. Achso. Sagen, ey, der stört mich wieder hier. Ja. Warum hat der ein Visier drauf, wenn man da sowieso nicht durchgucken kann? Kurzer Prozess für den Captain. Oh yeah. Ja. Yeah. Das kriege ich wohl hin. Ganz einfach eine Speed Force vor die andere setzen. Okay, mal gucken, was ich denn kriege. Natürlich nicht. Ich habe gehalten. Ach, come on. Ja, das ist. Klar, dass beim ersten Mal nicht funktioniert. Komm mal zurück. Oh, das ist ein großer. Aber
Chuck das schaffen, dann kann ich das auch. Ich brauche jedes bisschen Speedforce, das ich habe. Ich krieg so viele Sachen jetzt aufgedrückt hier. Auf einmal ist krass, ey. Profi. Oh, wen haben wir denn dort? Superman. Tja. Ah, Boomerang. Du siehst trotz angeblich heftiger Kämpfe unverletzt aus. Hast du Harley gesehen? Ich hab sie nicht gesehen bei all den Leichen. Hey, Holz! Wohin bist du verschwunden? Hast dich doch wohl nicht vermöbeln lassen. Und Deadshot so? Du gibst nichts auf Selbsterhaltung, Quinn? Muss man erlebt haben. Also, wenn dich. Egal, ich bin in einer Gotham-Minute da. Okay. Ich hab mal ein bisschen lauter gemacht. Spielst du wieder mit toten Schlägern? Das ist gruselig. Ja, ein bisschen. Aber es ist gerade wie Balsam für meine geschundene Seele. Könnte schlimmer sein. Ich könnte wie Boomer sein. Hey, was soll das denn bitte heißen? Es wird vermutet, dass du nicht badest. Und nur deine Waffen reinigst. Kumpel, ich mache alles mit meinen Bumerangs zusammen. Okay, krass. Duschen, aufs Klo, alles. Ja, du machst es gerade irgendwie nur noch schlimmer. Das ist die Hölle. Ich bin tot und so sieht meine Hölle aus. Okay, ein Schwung nach dem anderen. Ich hab doch Dings gedrückt. Ich hab doch. Ich drück doch L3. Ich verstehe es nicht, warum das gerade nicht funktioniert. Ist das eine Überraschungsparty? Darum versteckt ihr euch? Ich hab auch eine Überraschung für euch. Oh. Ja, zu früh. Impulserhaltung, Schätzchen. Ich liebe drücke X kurz bevor du einen Vorsprung erreichst. Okay. Ich doch mehrere Waffen. Aha. Na, mal gucken. Wie im Junioren-Gymnastikfinale. Schwingen, loslassen, auf die Bat-Drohne warten, nochmal schwingen. Okay. Hallo Jungs, wie läuft eure Apokalypse denn so? Jetzt, wo wir endlich alle hier sind,
können wir... Oh, fast vergessen, da ist ein Riesenhaufen Schurken, der sich gleich auf uns stürzt, wie auf frische Häppchen am Buffet. Also, wer bleibt und spielt den Helden? Ja, ich habe mich ja schon ausgesucht, wenn ich ja eigentlich spielen wollte, ist Harley Quinn. Ich hoffe, im Verlauf kann man noch weitere Waffen benutzen, aber wie ich sehe von den Waffen, ist doch lieber Nahkampf im Fokus, oder? Wenn ich das so sehe. Also mein persönlicher Favorit wäre eigentlich King Shark. Na, vielleicht sogar... Ich würde sogar auch sogar Boomerang sagen. Boomerang. Aber weißt du was? Wir nehmen Harley. Ich habe gesagt, ey, wenn ich das Spiel anfange, wenn ich das Spiel spiele, dann auf jeden Fall Harley Quinn. Na. Was hat Floydy nochmal übers Schießen gesagt? Ach ja, sie müssen liegen bleiben. Und natürlich richtiges Timing. Kommt der Schuss, okay. Ich gebe mein Bestes. Ob ich das hinkriege, ist eine andere Frage. Wo ist sie? Ach, da sind sie. Ja. Und so kommt der Schuss. Ey. Ach, hier. Ja. Ah, ich glaube, Kontoschuss muss ich noch machen. Ah, okay, ich verstehe. Ich hab doch Konterschuss gedrückt. Ach, come on. Fängt ja schon mal sehr gut an. Oder ich glaube, ich bin fast tot, ne? Ach, ich muss. Ah, ja, guck mal, sowas, was steht oben rechts. Klar. Wir lesen kann es klar im Vorteil, ne? Schafft's, jawohl. So gewesen? Hau den Malwurf, nicht hau den Lukas. Hoppala, direkt tot. Hurra! Da war ein saftiger Schluck Laden auf mich.
Hä, ist das denn richtig so, was ich mache? Doch, ne? Ah, okay. Ich verstehe. Hoppala, wollte ich nicht. Jawohl, weg mit dir. Hoppala, habe ich Kopf geschossen? Haben die eine Schüssel mit Bonbons hier? Ich liebe Lobby-Süßkram. Außer Karamell. Zu klebrig. Ah, das Propagandablatt des Kapitalismus. Nette Lobby. Richtig schöne Bonzen-Deko. Wäre ja echt schön gewesen, wenn ich mal eine Schlagzeile ohne Joker bekommen hätte. Selbst meine besten Solo-Jobs waren für sie immer nur das Vorspiel für seine Pointen. Ja nun, jetzt nennt mich niemand mehr ein Sidekick. Vor allem nicht die hier. Hey Walla, das Schädelschiff mag uns nicht. Over. Ihr alle zum Zielort. Der Prometheus-Schild ist aktiv, aber er hält nicht ewig. Erinnert mich an Sonntagmorgen zu Hause. Ja. Die Nostalgie eines Kriegsgebiets. Bei den Hammerhai-Konflikten in meiner Jugend. Nein, nein, konzentriert euch. Auch wenn diese Haikämpfe echt cool klingen. Begebt euch in die Einsatzzone, Task Force X. Na dann, let's go. Noch ein Schwung. Nein? Nein. Boah, Boomerang war, wie gesagt, Boomerang war schon krass, ne? Was ist denn hier los? Aber was ich krass finde, die sind auch dabei, ne? Die hier, die anderen drei Charaktere, ist schon das schon. Das ist cool gemacht. Nicht, dass ihr allein unterwegs bist. Eine Frage: Kann man auch hin und her switchen? Ich glaube eh nicht, ne? Wie ich es anvisiert habe, sind schon längst tot. Was war das denn? Wohl, Kopftreffer. Ja, noch mehr Feinde. Ey, was soll das? Von wo? Das hat sie
Ach, insgesamt getötete Beine. Ich dachte, das wäre die was für was. Ach, ja. Raus, jawohl. Wohin? Das hätte man auch irgendwie kommen sehen. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall. Dwell by Fire. Wir halten. Was zum Teufel ist gerade passiert? Wer ist auf dem Spiel freigeschaltet? Platin, ich komme. Mal gucken, wie lange ich dafür brauche. Mein Name ist Amanda Waller. Ich bin Direktorin von Argus, einer Division der Heimatschutzbehörde, von der ihr nie gehört habt. Aber wir haben von euch gehört und ich mache euch heute ein Angebot. Ihr seid hartnäckig wie wilde Hunde, verzweifelt, hungrig. Ihr seid Überlebenskünstler. Das macht euch vielleicht zu den Königen und Königinnen von Arkham, aber da draußen, die Welt hat euch längst vergessen. Und ihr verbringt wahrscheinlich den Rest eures Lebens mit zweifelhaftem Gefängnisfraß. Das kann ich ändern. Vielleicht bin ich euer Ausweg. Die Chance, einmal was Gutes zu tun. Und... Hi, Harley Quinn, Arkham Gazette. Nur eine kurze Frage. Was hat's mit diesem verdammten Hai auf sich? Ich, würde mich nur zu gern vorstellen. Das ist nicht nötig, King Shark. Das ist ein Nanobombeninjektor von LexCorp. Rammt ihm jemanden in den Hals und gute Nacht. Wollt ihr hier euren letzten Atemzug tun? Nein? Dann helft mir. Mir reicht einer von euch. Und die anderen, ihr drei seid schon tot. Nun. Zeigt mir, was ihr drauf habt. Also... Schon gut, sorry. Also, natürlich will Waller den tödlichsten Attentäter aller Zeiten haben. Aber was sie mit dem Rest von euch will? Wie ich Amanda Waller kenne, bestimmt nichts Gutes, nach meiner Erfahrung. Woher zur Hölle bitte willst du sie denn kennen? Und was macht ein Fisch in Arkham? Probleme mit der Psyche, Shark. Angststörungen, ja. Aber ich kam aus meiner Heimat her. Dem Ozean? Belrev Strafanstalt. Könnt ihr euch alle mal für einen Moment konzentrieren? Das ist doch eine Falle. Wenn einer von uns das Ding berührt, kommt keiner von uns hier raus. Ah, das Gefangenendilemma. Was denn für ein Dilemma? Dieser Gefangene will hier raus.
Komm schon, Captain, du bist neu hier. Ich sitze schon seit 5 beschissenen Jahren. Fühlt sich an, als wäre dieses Gespräch 5 Jahre lang. Können wir einfach... Oh, tut mir leid, Deadshot. Was stört dich? Unterbrechen wir etwa dein Festgeschnalltsein? Ich dachte immer, Deadshot wäre weiß. Und ich dachte, du hältst vielleicht mal die Fresse, du hässliches Känguru. Weil du Australier bist. Okay, also bringen wir uns jetzt gegenseitig um, oder was wird das hier? Ich will ganz ehrlich sein, ich töte jeden, um hier rauszukommen. Ich töte dich, ich töte mich selbst. Niemand wird irgendjemanden töten. Wenn niemand die Bombe nimmt, kommt Waller zurück, sieht, dass sie es nicht mit 4 durchgeknallten Vollspinnern zu tun hat, und wir kommen raus. Also dann tun wir nichts. Exzellent, ich bin mittlerweile geschult im... Genießt euer Nichtstun, Trottel! Vielleicht hättet ihr doch besser weniger meditiert und gelernt, wie man Schlösser knackt. Sieht nämlich so aus, dass Captain Boomerang... If you want trouble... You got it. Wir haben Bomben in den Köpfen. Wir haben alle verloren. Shark hat recht. Sie hat euch ausgetrickst. Das wart ihr selbst. Willkommen zur Task Force X. Eines Gottes schläft nie. Eine Schmach, sterblich in ihre Possen zu ertragen. Da sind wir uns ähnlich. Hatte eigentlich nicht vor, mir in Arkham weitere Probleme aufzuhalten. Gott, da ist was in meinem Ohr! Hat eins von euch perversen Schweinen mir was ins Ohr gespritzt? In ihr Funkkommunikation. Wir hören deinen Schwachsinn jetzt echt überall. Ihr bringt mich echt so weit, die Einzelhaft zu vermissen. Immerhin bin ich nicht mehr in Arkham. Danke, ihr Deppen. Hätten wir halt einfach einen Aufstand gemacht, wie normale Leute. Aber nein! Das wäre ja viel zu einfach gewesen. Das war ein Test. Ein Psychospiel. Ich weiß nicht, ob wir ihn bestanden haben. Tja, besser 4 explodierende Köpfe als einer. Wo sollen wir hin und wer muss dran glauben? Wir sind gerüstet wie für eine Armee. Wartet! Steuert etwa dieser riesige Trottel den verdammten Zug? Sicher nicht. Ich bin noch nie mit einem Zug gereist. Oh, brillant! Na, ganz toll. Dieser Zug ist wie der Australier. Echt alt und stinkig. Da irrst du dich, Liebes. So alt bin ich überhaupt nicht. Hyman, zieh unter Bremse. Mann, ich wusste ja, wenn wir zusammenkommen, dann wird's krachen. Und ich hatte natürlich wie immer recht. Ja!
warte mal, Großer. Was ist denn? Spürst du das da? Was spüren? Ist das ein Trick? Oldschool. Miss Black Ops will uns wohl was mitteilen. Oder? Das ist ein Mixtape. Glückwunsch, Taskforce X. Wenn ihr das hört, hat es immerhin einer von euch zum Einsatzbereich geschafft. Danke für nichts, Shark. Schweig, Australier. Funkgeräte funktionieren so tief unten nicht. Daher muss diese Aufnahme genügen. Hier sind eure Ziele. Kann's kaum erwarten. Ihr seid mit C4-Sprengladungen ausgestattet. Setzt sie alle ein, um die Wand mit der Zeittafel zu sprengen. Geht durch. Dann aufs Dach des Gebäudes vor euch. Von dort kontaktiert ihr mich. Noch genauer ging's wohl nicht. Taskforce X, hier eure Befehle. Wenn ihr sie ignoriert, euch aufteilt oder mir ans Bein pisst, werde ich die Mikrobomben zünden, die ihr euch netterweise in die Köpfe gejagt habt. Falls ihr überlebt, sprechen wir uns noch. Waller Ende. Okay, aber eins verstehe ich immer noch nicht. Was war hey hier? Ah, ist das geil, ey. Das fängt doch schon mal sehr gut an, ey. Auch diese Sprüche, ne? Ich liebe das Spiel jetzt schon, ey. Ja, nur nicht selbst sprengen. Ja, nicht nur selbst sprengen. Das kommt in eins der Witzebücher. Ich kann es spüren. Auch was krass ist, weil ich ja Harley Quinn ausgewählt habe. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Warte kurz. Ich glaube, man kann sehen, der Controller, die Leuchten sind pink. Ja, ich weiß nicht, ob das daran liegt, weil ich Harley ausgewählt habe. Ne? Das ist schon krass. Die Tür mir gerade ist aufgefallen. Sind verschlossen. Vielleicht kommen wir raus, wenn wir auf diesen Verteilerkasten da oben feuern. Ist das eine Game Show? Harley Quinn, solltest du nicht vorsichtiger sein? Das ist nicht ihr Ding. Oh, Deadshot. Bis wir rausfinden, wo zum Teufel wir sind, hören wir auf. Voila. Oh, ist das ein Superheldenmuseum? Ich hasse Superhelden. Und Museen. Kenne ich aus dem Fernsehen. Die Halle der Gerechtigkeit. Rauben wir sie aus! Okay. Fünf Fingerrabatt. Ich bin so freigeschaltet. Nö. Sitzung verlassen. Kann ich nicht alleine spielen? Das Team einladen. Okay, aussehen. Stimmt, ich habe ein Dings, klassisches Outfit habe ich ja. Aber ich habe es noch nicht eingelöst. Ne, das ist ganz unten so ein Sticker. Habe ich vergessen, egal. Will ich Blasur ausschalten? Ich will alleine spielen. Dein Clan. Deine Freunde. Einladung. Ich weiß nicht, ob man das. Hier haben wir auf jeden Fall. Okay, man kann vor jedem die. Okay, das ist sehr gut. Warum denn nicht? Okay, man kann auch. Ach, Charakterwert. Ich dachte, man kann hier irgendwie. Man hat irgendwie einen Skillbaum oder so. Team. Das bleibt auch so. Ich widersuche vielleicht nicht. Aber das Gute daran ist, man kann das immer auswählen. Sitzung verlassen. Weil, wenn ich jetzt Sitzung verlassen drücke. Nee. Ich habe viel über die Justice League gelesen.
Und sie sind trotzdem größer, als ich erwartet hatte. Die Hologramme sind nicht in Lebensgröße, Heimann. Das weiß ich. Und dann? Oh, hallo Kinder. Willkommen in der Halle der Gerechtigkeit. Wir haben sie heute nur für euch geöffnet und es gibt viele tolle Dinge zu sehen und zu tun. Wonder Woman bewacht das Allerheiligste. Green Lantern ist beim Quartiermeister. Oder vielleicht wollt ihr nur Batmans coolen Batpod-Werfer sehen? Und in der Ausstellung Helden und Schurken zeigt euch Flash einige unserer Werkzeuge zur Verbrechensbekämpfung und einige ziemlich schräge Sachen, die wir von Schurken erbeutet haben. Seht euch um, drückt alle leuchtenden Knöpfe. Es ist Tag der Gerechtigkeit. Habt einen super Tag. Okay. Kann man drauf schießen? Was muss hier dann? Oh. Mit einem Hauptquartier? Überirdisch? Soll ich die Das ist der Watchtower. Unsere Satelliten- und Raumstation, die uns hilft, über die Stadt viele Arbeit zu machen. Da denkt man, man kennt jemanden. Wir kriegen mit, ob jemand lang böses plant, komische Aliens auftaucht. Ach, man kann die Charakter auswählen? Ja, geil. Okay, das wusste ich zum Beispiel jetzt nicht, ne? Okay, das ist geil. Wir sehen nicht nur böse Taten, sondern auch die guten. Die Hilfe, die jede einzelne Person leistet. Und die Aussicht ist super. Stellt euch Teleskop- und Satellitenfotos vor, aber größer und heller und viel besser. Vielleicht nehmen wir euch nächstes Mal mit. Vakuum ist schlecht für wachsende Knochen. Aber wenn ihr je in der Klemme steckt... Ich habe nichts gedrückt. Doch nichts drüber, den Merchandise-Stand zu plündern. Warum denn nicht? Was haben wir denn hier drunter so schönes? Hey, Vorsicht mit dem. Ah, shit! Glas. Alles gut. Was zur Hölle hast du da? Ich dachte, dieses Baby wäre ein Mythos. Ein Speedforce-Handschuh. Damals, als Doc Savannah unbedingt Flash nachahmen wollte. Riddlers Hut der Unsichtbarkeit gefunden. Wo ist denn der Hai hin? Kindisch. Oh, nichts riecht so sehr nach internationaler Attentäter wie ein verdammter Jetpack. Scheiße, da breche ich mir den Hals. Da hast du wohl recht. Jetpacks sind auch eher so ein Deathstroke-Ding, glaube ich. Flossen weg. Der Hut bringt dich nicht nach oben, Shark. Ich komme von selbst nach oben. Na, was sagt man dazu? Haie können fliegen. Okay. Neues Spielzeug, geladene Knarren. Dann mal ab aufs Dach und zurück in die Freiheit. Hm.
Okay, ist das krass. Ich habe mir nie viel aus sowas gemacht. Ist das geil, ey. Wenn wir schon mal in Metropolis sind. Tja. Oh, ey. Beim Shark hier mit dem. Ach, mit dem Hut, ey. Das mit dem. Oh, ist das geil, ey. Typischer Heldenscheiß. Ein fetter Goldpalast, um der Welt zu zeigen, wie super sie sind. Ja. Wer will schon in einem schönen Haus wohnen? Es verblasst im Vergleich zu meinem. Mit vereinten Kräften können wir diese Tür. Ja. Kurze Frage. Wir sehen das Ding alle, oder? Ja. Cool, cool. Na, wenn das mal kein Himmelfahrtskommando wird. Voila! 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 Ach, links. Oi, Voila! Was zum Teufel hast du uns eingebrockt? Das ist ein verdammtes Kriegsgebiet hier draußen. Da fliegt ein riesiger Schädel am Himmel. Willkommen, Task Force X. Ihr seid die ersten Agenten, die Metropolis lebend erreichen. Wir senden einen Signaltransponder. Euer Befehl lautet, den Transponder zu aktivieren. Voila, Ende. Nennt mir einen Grund, warum wir uns diesen Scheiß geben sollten. Die Bombenblitzbirne. Morbide Neugier. Voila lässt uns nun mal keine Wahl. Ich würde dann jetzt vom Dach springen. Ja. Okay, krass. Damit fängt eigentlich Suicide Squad erst richtig an, oder? Denk mal schon. Boah, das schaut heftig aus, ey. Die ist wohl vorbei. Der Geruch von Blut liegt in der Luft. Und etwas Seltsames. Habe ich auch. Haben wir. Gibt es überhaupt auch eine Übersichtskarte? Also komplett eine Karte? Gibt es sowas? Nee, ne? Das kann nicht sein. Arsenal. Okay. Ja, Shop brauche ich nichts. Das habe ich, ne? Klassisches Pack. Das muss ich noch einlösen. Ja. Was kostet 1000, ey? Boah, was? Wie kostet eigentlich... Ich glaube, das geht... Warte. Ich verstehe nicht, warum das Spiel überhaupt In-App-Käufe hat. Ich verstehe es nicht. Was du nicht sagst. Warum sagst du das? Ja, ich will es auch nicht wissen.